Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train. So, und zwar das letzte Video zu dem Friends and Foes Update. Mal sehen, wenn noch was Neues kommt, werden später vielleicht noch ein paar Videos folgen. Aber aktuell ist das jetzt erstmal das letzte geplante Video, denn wir können nun quasi das letzte Folgespiel von The Friends and Foes Update, die neuen schmelzenden Relikte, hier unter der Führung vom Schwindling, der sehr klein aussieht und tatsächlich auch sehr klein ist. Aber der Vorteil hat, dass er sehr schnell stärker werden kann, wenn man ihn ab und an opfert. Problem, das kostet auch mit der Zeit viel Mana, weil er immer teurer wird. Nun gäbe es natürlich mit den schmelzenden Relikten als perfekte Kombi eigentlich immer nur, dass wir die Höllenhörner nehmen, weil die viele kleine haben, die gut geopfert werden können. Aber ich habe mir gedacht, wir versuchen es mal mit den Erweckten, mit dem Ziel hinten quasi die Erweckten zu haben, die einen starken Angriff aufbauen. Und vorne dann ein paar Schmelzrelikte, die wir ab Mann, sag ich mal, entbehren können. Wie das klappt, werden wir gleich rausfinden. Schauen wir uns das jetzt alles an. Ich muss noch kurz schauen. Wurzelsaat, genau, Stärke buffen. Gut, legen wir mal einfach los. So, Architektin, Lichtfinger und Seraph der Eifrige. Gut. Wichtigstes ist die Verbesserung. So, was kriegt er? Entweder tun wir jetzt als Tank vorne, dass wir Dornen haben und besiegen, erhalte permanent 2 Angriffe und 2 Dornen. Ihn als Tank hatte ich auch noch nie. Das ist allerdings auch cool. Das hier nehme ich meistens, endlos, das heißt, er kommt immer wieder. Wenn er stirbt, kriegt er 25 Angriff, plus 5 Leben und seine Mana-Kosten steigen, aber er muss da hinten stehen und vorne geschützt werden. Aber so wie wir es jetzt aktuell haben, ist er eigentlich wirklich mit der Variante besser. Die erkenne ich noch gar nicht. Die habe ich noch nie gezogen. Wäre allerdings auch mal spannend zu wissen. Aber egal, wir spielen jetzt so. So, Artefakt. Wenn du in einem Zug deine dritte Karte spielst, ziehe eine Karte. Ja, ist nicht schlecht. Verbinde einen deinen plus 1 Angriff pro Dornstapel. Das wäre jetzt natürlich perfekt gewesen. Egal, dann nehmen wir halt das. Ja, dann könnt ihr natürlich mit Grün richtig gut werden. Einheiten auf jeder Ebene. Ja, versuch mal klug. Am Anfang können wir uns das leisten, dass wir schon Schaden einstecken müssen. Wir müssen einen guten Start hinkriegen. Ganz klar müssen wir sagen, unser Kleiner wird hier natürlich sterben. Der ist am Anfang jetzt sowieso nur als Opfer gedacht. Reformierende Einheit. Perfekt unnütz für uns. So, du stirbst. Leider können wir auch nie reformieren. Daher werden wir den Schaden hier in Kauf nehmen. Ja, den kriegt er sowieso nicht. Das müssen wir uns klar machen. So, jetzt können wir unseren gerade gestorbenen reformieren. Der hat ein Ausbrennen, lebt also nicht lang. So, den hätte ich gern sogar noch ein bisschen stärker. Kostet halt jedes Mal mehr Mana. Oder mehr Glut hier in dem Fall. So. 13. Das heißt, er würde alle Attacken aushalten. Du sollst aber eigentlich nochmal sterben. Wenn ich das mache. Nee, am besten machen wir es wirklich so. Und ziehen hier noch eine Karte danach und machen ein bisschen stärker. Wie gesagt, den Schaden müssen wir am Anfang in Kauf nehmen. Bei schmelzenden Relikten ist das meistens so, dass wir nicht kurz anfangen können mit richtig Hardcore-Sachen. So, den lassen wir hier. Der soll ja, ich sage jetzt mal, sterben, obwohl wir wahrscheinlich tot sind. Holen uns erstmal unseren, wie der gerade gestorben ist. So, der kann hier als Tank fungieren. Warum? Er stirbt sowieso danach. So, der braucht eigentlich jetzt nicht mehr Angriff, oder? Nö. Spielen wir ihn hier hin. So. Ist ein bisschen tricky, die Strategie, gebe ich zu. Ja.
Gut, der kriegt den nicht tot, das heißt, den können wir genauso gut schützen. Haben wir eigentlich was zu reformieren? Jo, haben wir. Hä? Ablagestapel. Da liegt ein Superkleider. Hä, wieso nur verfügbar? So kann ich den nicht reformieren. Nimm eine besiegte, verbündete Einheit zurück auf die Hand. Okay, vielleicht wurde einfach nur so abgelegt, das verstehe ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall auf dem Ablagestapel. Na gut. Sei es drum. Wie gesagt, verstanden habe ich das jetzt nicht. Hätte ich gerne noch einen eigenen Stab, also. Ich kann ja nicht jedes Mal prüfen, welcher davon besiegt ist und welcher nicht. So, jetzt haben wir leider keinen auf dem Ablagestapel. Ach, Moment. Wirklich, Entschuldigung, mein Fehler. Nee, auch nicht. Verbrauchstab ist klar, die kommen. Muss der Verbrauchstab. Ach, der muss auf Verbrauchstab sein, oder? Ja, okay, gut, mein Fehler. Dann erschließe ich mir das jetzt auch. Ausbrennen, das ist egal, dann ziehen wir den nächsten Zug wieder. So, jetzt haben wir Workcam mehr drauf. Zack. Ja, der packt den jetzt sogar. Ja, cool. Auch schon auf der Ebene das zu packen. Gesundheit wieder her und wende 3 Auswanderer auf eine verbündete Einheit an. Ja, können wir brauchen. Das brauchen wir noch viel mehr. Wende 2 Tonnen auf verbündete Einheiten an. Ja. Stehe ich noch mit Mischung. Ein Ausbrennen, ein Multischlag ist wieder einer, der sehr aggro ist. Das Problem ist, wenn wir das jetzt bei jemandem machen, der kein Ausbrennen hat, kriegt der Ausbrennen. Die werden einige haben, denke ich. Wende 5 Regene an, stell bei einem Verbündeten eine 10 Gesundheit her, füge der vordersten Gegner 5-mal so viel Schaden zu, wie geheilt wurde. Ja, werden wir vielleicht brauchen. Das sind jetzt nicht so die passenden Karten. Eigentlich hätte ich gerne erwecken. Reichweite, ja. Sowas wie dich suche, ich hätte nur gerne, dass du mehr Angriff kriegst. Aber gut, das machen wir mit Zaubern einigermaßen. So. Eine Einheit mit 10 HP und 3 Dorn. Mit 25 HP. Oder mit allen möglichen wird dafür aber auch teurer. Dann bist du eigentlich für dich genial. So. Ja, wir könnten natürlich noch ein unserer Leute hier. Ja. Auch dazu. Machen wir aus dir noch einen richtigen Tank. So. Gehen nicht Boss-Einheiten, erhalten plus 4 Angriff. Ja. Ach, ihr macht es ja schnell, ne? Begeistert anverbündet einen, auf der Sinn erhalten einen Bonus verleiht. Eile, Eile. Springt direkt auf die oberste Ebene. So, das Geilste wäre natürlich, wenn wir es schaffen würden, den Akku so weit zu überleben, dass der steht, dann haut er hier alle weg. Das heißt, wir hauen jetzt alles raus, was mit Flocken zu tun hat. Du darfst sterben. Vermindert das ein bisschen den Schaden, den der kriegt. So. Und der haut ja eh durch alle durch, das müsste reichen. Das zu spielen bringt nichts. Gut. Gut, den haust du weg. So, die Gelegenheit, dich noch stärker zu kriegen.
Ja, du brauchst am ehesten, aber für dich bräuchten wir am besten noch mehr Verteidigung. Haben wir ja noch nichts Passendes gezogen. Ja, das mit dem Ausbrennen ist jetzt ein Problem. So, nichtsdestotrotz, du kannst schon hier. Ja, perfekt, wir haben Tank. Aber wenn er noch keinen der Ausbrennen hat, wir wollen es auch noch nicht. Okay. So, gut, dann schützen wir dich schon mal. Bam. Und du kriegst halt noch ein bisschen Power. Reicht auch, wie wir sehen. Wieder weniger, nice. Von mir eine Einheit? Haben wir doch schon. Ja, hier kann ich es mir aussuchen. Wieder vor das griechische Einheit 50 Schaden zurück. Ja, das ist das, was ich brauche. Irgendwas, was tanky ist. Ja, Stahlpolitur auch nicht. Zieh nächstes Zug 2 Karten. Weniger und kriegen mehr Mana. Brauchen wir mehr Mana? Ja, eigentlich noch nicht. Irgendwie. Halte 60 Minuten für Jüngen kultivieren 2. Was denn das? Erhöht Angriff und Gesundheit der verbündeten Einheit mit der niedrigsten Gesundheit um den kultivieren wird. Das ist ja nett. Das hast du uns, glaube ich, nicht nur selbst getroffen. Okay, erhalte 10. Ja, der ist der beste hier, den wir haben können. Jetzt hinten stehen. Nichts gibt's Artefakte, keine Diskussion, wir gehen links. So, können wir uns noch ein bisschen heilen, auch nicht verkehrt. 25% Chance, eine gegnerische Einheit vom Schaden zufügt, wenn sie den Zug betritt, ruft zu Beginn des Kampfes viel zu den Einheiten auf deinem Deck auf die mittlere Ebene. Eigentlich auch nicht schlecht. Soll jetzt nicht welche, aber ist egal. So, was macht das? Plus 1 pro Zug für alle 2 Flugkarten in deinem Deck. Oh. Belohne sofort 3 verkackt. Ah, doch, dann nehmen wir das Geröll. Und das wird dann später zu einer besseren. Müssen wir uns aber ein bisschen gedulden. Aber wir spielen ja quasi auf ein langes Ziel hin. Die ist so krass, ne? Ich finde die ja total toll, aber auch gefährlich. Wenn die was besiegt, kriegt sie Rüstung. Und die kämpft ja von außen mit. Genische Einheiten kommen mit 2 Wut ins Spiel. Talos greift jede Runde an und erhält Rüstung, wenn wir siegen. Genau. 2 Wut, das heißt am besten, wir fangen zu. Eine geile Offensive da oben. Problem ist, wir können sich ganz das Heilige, der hier hinten steht, uns im Weg. So, du bist eh zum Opfern gedacht. Hallo Talos, mein Freund. Da hier uns oben unser Typen kommt, kommt hier auch der Tanki rein. So, und du hast. Los ist, nachdem ein Heiner an den Torschuss ersetzt. Das heißt, huch, das wollte ich nicht. Das heißt, den hier wollte ich verstärken. Genau. Wie gesagt, den habe ich jetzt eh nur zum Sterben hier gelassen. So. Witze oder Gemeines, die kann man doch zuerst und von daher können wir hier noch ruhig opfern. Das lassen wir, wie es ist. Ja, das ist jetzt nicht ganz so hilfreich. Aber bei dir hier. Weil, wie gesagt, wenn der was tötet, der hält nicht viel aus. Aber wenn der was tötet, wird er stärker. Es stehen ein bisschen viele vor ihm, das ist ein Problem. Aber irgendwann kommt da was. Immer auf lange Sicht spielen. So, jetzt haben wir auch jemanden, den wir wiederholen können. So, du zum Beispiel darfst definitiv hier hinkommen. Du kriegst auch die Def. Und ich möchte möglichst lange am Leben halten. Zack. Ja, jetzt hat's das besiegt, ist stärker geworden, cool. Ja, da unten die Lane.
Zwischendurch schwer. Das ist durchaus geplant jetzt. Ihr seht, die kriegt geilen Schaden. Naja, die primitive Form können wir unten durchaus auch reformieren. Schadet nichts. Nein, der bleibt nicht stehen, wir müssen uns nichts vormachen. Aber der steht da unten nicht schlecht. Du brauchst das noch mehr. Ja, immer drauf. So. Zack. Da hat sie Lust und kriegt, aber sie hat auch 50 Schaden gekriegt. Ich denke mal, alles was null kostet, müssen wir nicht diskutieren, das ist immer gut. Regenerative Explosion, ja. Bei dir ganz nett. So, jetzt reformieren wir wieder. Eigentlich hätte ich den anderen gern wieder, kommt. Genau. So, pass mal auf, den geben wir jetzt noch den Ausbrennbonus. Den schleppt er nämlich, glaube ich, mit. Dann hält der länger. So, da ist sie auch. Bam. Hier, kannst du angreifen, wenn es dich geil macht. Wie wer jetzt geht, ist erstmal egal. Eigentlich der am meisten noch aushält. Sind zusammen 40, ihr habt zusammen 44 theoretisch. Allerdings bei dem könnte ich eventuell meinen Heilzauber noch ziehen. Lange Sicht. Bam. So. Ach cool, der schafft die sogar. Und ihr seht, hier unten auf der Lane hat er eigentlich quasi gar nichts Starkes gehabt, ne? Also, voll geil. So, stell die volle Gesundheit der verbündeten Einheit wieder her, tausche dann Angriff und HP diese Einheit aus. Das wäre eigentlich nur gut, kleiner Mensch, ich muss kurz nachdenken. Eine Einheit, die viel HP hat, damit man dann tauschen kann, und dann bräuchten wir einen Zauber, die die HP erhöhen. Haben wir aber nicht wirklich viele, ne? Löschenfähigkeiten haben wir aktuell nicht wirklich. Bei Verbündeten einhinfügen. Also falls das schon das Beste. Gut, und so schon so wiederbeleben können wir da bisschen was machen. Ja, ist für hinten auch geil. Aber wir haben jetzt schon für hinten 3 Stück. Brauchen was für vorn. Das heißt, Multischlag 2, ne? Wenn wir den mit dem Angriff boosten, ist der ziemlich geil. Vor allem, wir haben ja einen von denen, der hat ja recht viel HP. Den können wir mal als, schon als Tank betrachten, ne? Der hätte ich lieber hinten. So, mehr Platz? Ja. So, hier rechts gibt's das. Das ist eigentlich nichts, was ich brauche. Links ist besser. Erstmal schmieden. So, endlos erlöschen und erlöschen, wenn du plus 5 und plus 5 und 2 Ausbrenner verbündet Einheiten an. Wenn man vielen Ausbrenneinheiten spielt, ist das ziemlich cool. Für alle anderen ist es schrecklich, daher lassen wir das. Wir sorgen dafür, dass er noch besser offensiver wird. So, was haben wir hier für Effekte? Ach, setz ich nochmal. Nee, dann nehmen wir jetzt jemanden, den wir eher als Tank noch verwenden können. Wir haben auch nicht genug Heilzauber, keine guten Heilzauber. Wir müssen ein paar Heilzauber, ja, unser einziger hier. Ja, was soll ich sagen, ne? Nehmen wir. So, und was können wir billiger machen? Für ehrlich sein, eigentlich gibt es da nichts, was ich gerne billiger hätte. Ja, nehmen wir den. Da haben wir jetzt einen voll. So, geht schon mit Raum und Rüstung ins Spiel. Mit 15 Rüstung. Die haben schon ganz schön viel HP. Ich habe dann starke Einheiten, aber nicht so stark. Nee, das ist mir doch zu heftig. Lassen wir. So,
So, ist natürlich jetzt dem Sinn doof gelaufen, unsere ganzen Beschützer sind hier. So, stellt die Folge so ein Verbinder wieder her. Das machen wir dann bei dem am Ende, wenn wir versuchen es zumindest, versuchen ihn zu tauschen. Das heißt, wir lassen tatsächlich auch erstmal zu, dass er ein bisschen auf den Sack kriegt. Oh, das können wir dir aber trotzdem machen. Auch wenn wir keinen Schaden machen, bist du zumindest geheilt. So, unser geiler Offense ist nicht dabei. Und für dich ist das immer am besten, weil du Durchschlag hast, also Reichweite. So. Ja, du musst noch geopfert werden, nichts Persönliches. Ja, theoretisch müsstest du irgendwo hinten hin. Ich will ihn ja eigentlich als Tank verwenden, ne? Aber wenn ich die HP tausche... Was passiert denn hier? Kleinen Moment. Der wird sterben, der wird sterben. Der soll eigentlich nicht sterben. Der kostet 3, 4, 5. Ah, auf dem Platz zu wenig. Der überlebt ja sogar. Ach, das ist ja alles sehr ungeplant hier. Kommt. Man lebt nur einmal. Die kommen nicht bis hoch. Ich habe nichts zum... Ja, das Beste ist immer noch... So, Moment. Das könntest du aber dann wirklich am besten gebrauchen. So. So, der ist nicht so geplanterweise tot. Ja, wir können versuchen natürlich hier oben dann jetzt, weil unsere Defensiven ja eh mehr oder weniger raufgehen, hier noch eine besonders schöne Offensive hinzusetzen. Mehr HP. Ist für dich immer toll. Reformieren können wir wieder nichts. Jetzt die Frage, was wir machen. Wir könnten natürlich den pushen. Der ist gegen den Einzelnen besonders gut. Und wir pushen den, weil der schön auf Fläche geht. Machen wir erstmal das, weil hier taucht erstmal Fläche auf. Ja, bringt jetzt nichts, was zu spielen. Lassen wir. Das Spiel ist schon sehr spannend. Es hat sehr viele strategische Aspekte. Boah, 145 und 11, ne? So. Ja, ausbrennen haben wir immer noch keine. Und jetzt noch mal verjüngen alles. Wie sieht es hier aus? Okay. Ja, und wie gesagt, ohne ausbrennen, Leute, macht das keinen Sinn. Stell die volle Gesundheit her und tausche dann. Ah, der hat 4 Schaden. Theoretisch bringt es bei denen. Wen stehen da? Moment. Der stirbt dadurch und der würde dadurch sterben. Dann setzt ihn doch lieber hier hin und bleibt auch am Leben. Für meine Gesundheit her fügt der vorherige 5-mal so viel Schaden zu. Ja, heilen wir den einfach. So. So, der unten, da haben wir keine Verwendung für. Ja, plus 2 Angriff und 2 HP. Jetzt bei dir hier am besten. Problem ist, wir wissen nicht, ob du überlebst.
natürlich mies ist. Müssen wir uns leider sehr noch ziehen. Gut, haben wir alles richtig gemacht. Überlebt leider nämlich nicht. Egal wie wir es machen. Jo, dann hauen wir jetzt ein bisschen drauf. Das werden wir wahrscheinlich auf der Ebene nicht packen. So, was kriegen wir? Das ist wirklich nur noch wirklich. Nur in Anführungszeichen, ja? So, Kaffee herstellen. Voll nett. Wenn er eh stirbt, kann er auch ausbrennen. So. Genau, jetzt wieder Gold. Egal, weil du hast ja eh. Ja, genau, ausbringen eins. Daher verschwindet er eh gleich wieder. Dann ist es bei dir nochmal eine 12 Angriff. Das heißt, nach 4 Angriffen 48 Schaden plus 3 P würde dir nicht reichen. Gewohnterweise wäre es theoretisch so am dämonsten. So. Ja, wir brauchen aber welche, die haben, wenn eine Einheit stirbt, passiert irgendwas Cooles. Die fehlen aktuell uns komplett. Auf die Dauer werden wir es ohne das nicht schaffen. Erhalte eins für jeden in diesem Kampf von gestorben verbindet eine. Ja, bringt Mana. Erhalte eine Seele. Löschen für hygienisch Ernte. Moment, immer wann wird aussehen, wenn eine Einheit auf der Ebene stirbt. Ja, sowas in der Richtung suche ich, gebe ich zu. Ja, die Sache ist die, der bringt eigentlich nur, was er da hinten steht. Jeder kommt zuerst dran, killen ihn zuerst. Ach, ist das schwer, ja. Stellt 25 Gesundheit her, stellt rechts und wieder her, können die drei Legende an. Nehmen wir das. So, jetzt haben wir ganz anderes Thema. Ah, die Looter Shades besser. Ja. Jetzt wird's cool. Jetzt haben wir wieder diese erweckten Looter, nenne ich sie mal. Damit können wir es anfangen. Rechts bringt wieder nichts. Ihr seht, Zauber, Karte weg. Oder Blut. Bringt nichts, zack. Ne, verbessern wir erstmal. Wir müssen nicht was ziehen. Ein Einheit mit Multischlag, das wäre doch. Also, bei dir genial. So, und dann kriegst du noch. Buff. Das wäre ein Ausbrennen. Haha, das braucht wahrscheinlich keiner. Obwohl das bei dir keinen Unterschied macht. Stimmt, es macht keinen Unterschied. Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Nö. Nö, nö. Nö, nö, danke. So, kann man noch einmal spielen, bringt Kohle, deine Höllenblut hält für alle 10, die du besitzt, einen Angriff, füge eine Gegner eine 2 Schaden zu und kriegt dann 50 Gold, wenn es klappt. Ja, eigentlich wollen wir ja alles Gold ausgeben möglichst. Wäre natürlich geil, wenn wir sowas hätten, wie alle bei der Spielwelt der Höllenblut ankommen. Ja, verlangsamt, haben wir nicht. Deswegen nehmen wir verstohlen. Gut. Gehen nicht Spaß an Helden erhalten plus 6 Angriff. In der Theorie ganz gut. Wir wollen ja ein paar Einheiten, wo wir eigentlich zum Sterben haben. Du stehst ganz schlecht. Du kommst auf jeden Fall hier hin, um zu diskutieren.
Gut, dann gehst du erstmal wieder hierher. Ich bin noch überlegen, wie wir das machen. Für dich ist kein Platz hier, wortwörtlich. Ich habe noch einen Zauber spielen. Ist hier was Geniales? Ja, du bist hier. Gut. Du passt hier gut hin. Ach, der Durchschlag, der sagt, ne? Also, Reichweite. Ah, ich hasse die Reichweitenfähigkeit bei Gegnern. Das macht mir wieder ein bisschen Strategie kaputt. Jedes Mal. Ja, leider wegen den Typen brauchst du HP. Der Beutelschneiderei geht erst am Ende, wenn er steht. Schreibst du nun wieder her, wenn du drei Regener an. Die Klutasche ist nie verkehrt. Nie verkehrt. Ja, dich kann ich regenerieren. Aber ich habe nur so einen freien Platz. Ist aber egal. Also ich muss dich mal besser trotz allem. Auch wenn du jetzt hier quasi sofort drauf bist. Für dich ist das gut. Du musst nur schaffen, dich irgendwie ein Leben zu haben. Das heißt, mit drei Ausbrennen bist du wieder besser. Ist nichts wieder von mir da, ne? Ja. Stell drei Gesundheit her, wird Regener 3 an. Dann hätte gleich Gesundheit bringen ihm nichts, aber wieder gehen. Ja, ist egal. So. Ist das gemein, dass der Typ jetzt. Der uns wahrscheinlich die ganze Ebene weghaut. Ja. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Not nice. Not nice, Kumpel, not nice. So, das sind unsere Klutaschen. Ja, den aufzupushen bringt uns auch nichts. Weil, wie gesagt, der rusht jetzt durch. Der ist in diesem Problemfall für uns. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll momentan. Ich muss versuchen, den eigentlich auf der untersten Ebene mehr oder weniger abzufangen. Ich kann den natürlich zum Tank noch machen, wenn ich das habe. Heile alle AP, tausche Angriff und Abwehr. Wahrscheinlich werden wir das sogar machen müssen. Und dann hinter stärkere Einheiten reformieren, keine Ahnung. Wir müssen ausprobieren. So. So, du klopfst jetzt da oben auch alles weg, ne? Also mein Haupthelden. Ja, den. Ja, ich krieg den wieder. Achso, das kann ich. Ach nee, das habe ich noch gar nicht gezaubert, ne? Wie kriege ich dich tot? Wahrscheinlich spielt das auch zeitgleich. Ja, 2 HP fehlen. War das. So viel Schaden zu wie HP geheilt wurde. Ja, ich kann mir aber keinen Schaden machen. Bei dir klappt es auch nicht, dass ich das mache. Ja, pass mal auf. Das machen wir wenigstens so. Müssen wir den das nächste Zug wiederholen. Nützt nichts. Ist ein bisschen blöd. Na ja, gut, ich geb's so sehr blöd. Müssen halt hoffen, dass jetzt nicht zu viele davon auftauchen. Ja. Auf jeden Mana. Ja, reformieren wir irgendwas kommt. Ein Zugbegleiter, hey. Jo.
Er hat auch einen Durchschlag, ne? Greift alle Gegner an. Ja, ich muss dich oben zu den Team kriegen. Stell dir vor, wir sind hier verbündet, dann vertauscht es. Der hält den ähnlich aus, egal was ich mache. Das heißt, ich habe nur die Wahl, das so zu machen, dass er zum Tank wird. Geht nicht anders. So hält er wenigstens eine Menge aus. Ein Ausbrennen. Perfekt. Lalala. So, mach den Zeichen alleine. Auch wenn ich jetzt quasi komplett verkehrt herum spiele, wie das ursprünglich geplant war. Okay, kreative Situation, kaum kreative Lösungen. Der ist in dem Punkt geil, dass man quasi 3 hat. Wachsendes Schwert ist auch eine geile Sache. Witz dabei, es kommt viel zu spät, es wird immer stärker. Zerstört eine zufällige gegnerische Nicht-Boss-Einheit. Verbündete. Ich finde erst das Wachsendes Schwert hier in dem Fall wichtiger. Damit wir endlich mal was haben. Verbraucht nur 3 Stachel auf die Hand. Ja, die. Zieh nicht zu 2 Karten weniger und kriegt dafür Mana mehr. Haben wir Mana-Probleme? Ja, manchmal so ein bisschen schon, ne? Ah, links sind geile Sachen, hier rechts gesagt, kostenlos Artefakt. Auch wenn ich den Rest nicht brauche, so wirklich. Wir kennen das, ein instabiler Vortex. Was können wir denn nicht gebrauchen? Ich finde, wir haben ein bisschen zu viel reformieren manchmal drin, oder? Wie seht ihr das? So dreimal reicht doch, oder? So. Halt ein Artefakt. Zauber mit Verbrauch haben wir die Chance, aus dem Ablagestab gelegt zu werden. X kostet sowas schon raus, das. So, wen wollen wir dann kopieren? Den Verein, den wir aufgebaut haben. Moment, das muss ich doch. Genau, links sind die Icons. Der ist eigentlich ziemlich geil, weil wir sagen, wir brauchen Tanks. Der ist auch geil wegen der Offensive. Was haben wir denn in der Offensive? Schauen wir mal kurz. Der ist geil in der Offensive. Unser Hauptheld natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Ja, und der. So, in der Defensive richtig gut ist eigentlich nur er. Ja, eher so unfreiwillig. Sagen ja, ziehen wir rein, 2. Ja, und er eigentlich auch. Nee, ich glaube, einen richtigen Verteidiger zu haben ist, glaube ich, noch wichtiger. So, hat sich erschwingen. Dann. Wappen des Zorns, Alabasterwachen haben multistarke Fellverleiht Wut. Na gut. Oh, wir haben ganz schön viel Geld, fällt mir gerade auf. Ernsthaft? Schon wieder so dämlich gewählt? Muss doch irgendwann das kommen, dass was Geiles hinten steht.
Erster Zug. Blutasche. Opfer. So, jetzt kann ich euch mal das wachsende Schwert zeigen. Schaden dauerhaft um 3. Das heißt, es wird jedes Mal stärker, wenn es was killt. Das ist ziemlich nice. Gut. Stellt recht Gesundheit wieder her. Das brauchen wir bei dir, wenn du tanken sollst. Eigentlich müssten wir den hier irgendwie loswerden. Na egal. So. Lol, du Opfer, aber kein Mana zum Opfern. Das war zu teuer, ich sehe es gerade. Ich kann es natürlich darüber kennen, ne? Also die brauche ich nicht hin, ne? Das können wir uns einigen. Deswegen gebe ich den jetzt quasi ausbrennen. Zwei Schaden. Hey, gute Scheiß. Ja, Problem ist, unseren Helden ziehen wir so schnell nicht wieder. Aber Gott sei Dank, der hat keine aufbauende Strategie. Stell dir für Gesundheit her und tausche dann. Er stirbt sowieso, oder? Also kann ich mir nicht wiederholen. Wahrscheinlich merkt er sich das. Okay. Gut, die Frage ist, tun wir jetzt den ein bisschen schützen? Greift alle gärischen Einheiten an. Gut, dann ist es klar. Du kriegst das. Stell die volle Gesundheit in Verbindung ein her und tausche dann. Angriff und Widerstandskraft. Wenn der gleich den Schaden hat. Ja, kommt gut. Denke ich. Ja, ein bisschen Schaden kann ich halt noch erhöhen. So, was haben wir denn zum Reformieren? Ja, das sind schon ein paar. Stell mal Verbündeteneinheit HP wieder her. Ich mach reflektiere Schaden. Was ist da hier? So, du passt sogar mal hier gut hin. Du hast nirgendwo Platz, ne? So, zieh nächsten Zug plus einen Karten und erhöhe den Angriff. Das ist nur bei dir gut. Gut. Wieder Zeit zu reformieren. Stirbst du? Gut. Ja,
Ja gut, es gibt jetzt nichts. Füge 8 Schaden zu. Da-dum-da-dum. Du passt hier gut hin. Okay. Nett von dir, dankeschön. Dich kann ich hier noch ein bisschen am Leben erhalten. Wir haben nicht die Garantie, dass es gut geht, deswegen machen wir so, gehen sicher. So, reformieren. Ja, cool. Lol, du Opfer. Ja. Ein Ausbrennen, der ist also nächstes zu so kaputt. Gut. Mann, das ist Ding eine tiefe Stimme. So. Je, Klutasche. Je, Held. Schön, dich wiederzusehen. Hier. Bam. Oh ja, du hältst ja zwei Runden. Erster, ich weiß nicht, mit dir anzufangen. So. Oh mein Gott, er hat meinen Held erwischt. Wie geplant. So. Perfekt. Dann. Zwei Karten weniger nächsten Zug. Nee, Mana haben wir genug. Denke ich jetzt. Ich denke also wenig. Dann nützt man an der Stelle wahrscheinlich gar nichts. Du hältst ein bisschen durch, bitte. Oh, der geht auch jetzt schon drauf, sehe ich gerade. Okay. Gut, dann hat sich die Sache auch geklärt hier. Und kaputt. Yay. Sind endloser Verbündete eine verbündete Einheit an? Ja. Kann ich mir bei den Wachstum gut vorstellen. In den drei. Nee. Das da. Platz, immer mehr Platz. So. Rechts gibt es wieder Artefakte. Einfach so ein Artefakt. Jetzt kann man sie kaufen. Oh, das ist dann die nächste Ebene. Aber hier kommt auch noch ein Artefaktladen, ne? Ja, gehen wir erstmal rechts. Musst du mich gerade ein bisschen schwer entscheiden, gebe ich zu. Erhalte einen zusätzlichen Verbesserungsplatz. Auch geil, aber ein bisschen spät. Im ersten Zug 7 extra Mana. Nee, brauchen wir nicht direkt. So, löschen. Mega, macht die mega stark. Ernsthaft besiegen. Moment. Wird außerdem, nachdem die Einheit eine Art einen Todstoß sind, wenn das auch mit Dorn reflektiert. Alter Falter, dann wäre der als Dev auch krass. Gut, das belassen wir aber erstmal hierbei. Bleiben fahren natürlich eine Strategie. Mit Doppelstapeln erhöhe die Kosten um 1.
Ist okay. So, wo ist er? Machen wir wieder billiger. So, Kraft und Verbrauch. Können wir bei denen jetzt machen, dass wir zwei Schaden sonst was anrichten können, ist sehr unwahrscheinlich. Nee, 20 Rüstung, nee, danke. Das ist dann mir doch ein bisschen extrem zu viel. Das ist ja so eine schlechte Reihenfolge. Verteidiger, 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 vorne, offensiv. Was habt ihr euch dabei nur gedacht? Ach du Scheiße, 5 Angriffe. Den kann ich hier gar nicht unten hinspielen. Klar könnte ich auf den jetzt... Das verbraucht sich auch noch. Bringt eigentlich nichts, auf den einzusetzen. Da müsste er erst stark, Eile haben, Entschuldigung. Ich brauche den aber unten. Ja, für die ist der Angriff jetzt noch am besten aufgehoben, finde ich. Ebenso die Abwehr. Ziehe weniger Karten im nächsten Zug, technisch gesehen. Auch nichts von. Das läuft gerade echt blöd. Bei dir wäre endlos noch sinnvoll. Also ich denke, das können wir ohne Diskussion hier hinpacken. So, jetzt schauen wir, was wir hier kriegen. So, du darfst nicht mehr sterben, das erlaube ich dir. Du denkst, das ist kein Problem, gebe ich dir recht. So, du kommst dann da oben. Bringt es den hier unten hinzusetzen? Nö, der stirbt nur. Zwei von denen haben wir nichts. Ja. So. Jetzt brauchen wir definitiv unseren Haupthelden hier oben. Ich muss gerade nachdenken. Ich könnte den natürlich zum Aggro jetzt noch machen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste sogar. Die heilen wir erstmal. Reflektieren ein bisschen Schaden. Wie können wir denn reformieren? Dich, naja. Nicht böse gemeint, Kumpel, aber. Ich könnte dir ein bisschen Angriff geben. Dann hast du ein paar HP mehr. Ich will jetzt umtauschen. Aber die wäre gerade Regeneration. Boah, jetzt ist es besser, ja, komm. Eigentlich kann ich dich sogar nochmal heilen, du stirbst eh sonst. So bleibst du wenigstens noch ein bisschen stehen. So. Perfekt. Der hat genug. Hier ist kein Platz. Ja, das macht am meisten Sinn.
So, die sterben durch die Reichweite. Das ist cool. Hörgut, her damit. Du, was dir zu helfen? Das Geld nehmen wir. Tonnen und endlos. Lege ich den vielleicht sogar mit hier vorne ransetze. Ja, ich will hier eigentlich eine Support erfahren. Ist okay. So. Hey, haben wir dich jetzt auch wieder? Ja, eigentlich hat es nur bei dir wirklich Sinn, das zu versuchen. Ziefer. Erstell 15 HP hier. Ausbrennt, ausbrennt an. Lohnt sich eigentlich noch nicht. Es ist keiner so weit, dass er sterben wird. Und du wirst nach jedem Angriff stärker, das heißt, wir brauchen nur jemanden, der möglichst viel Schaden macht. Du? Ja. Reformieren wir mal. Damit der möglichst schnell drauf geht und ihn weniger stärkt, ja? Zur Erläuterung. Der kriegt doch die Donner so. Genau. Ja, der eine kommt hoch, das können wir nicht ändern. Okay, das bringt es natürlich, weil es 100 Schaden direkt austeilt. Also jetzt brauche ich hier welche. Möglichst viel Schaden austauschen, das ist der. Zack. Ja, es geht darum, ihn möglichst One-Hit zu killen. Brauche ich mehr Mana? Nee, das nicht. Deswegen, er darf nicht allzu stark werden, ehe er hochkommt. Aber er sollte natürlich trotzdem schon ein bisschen schön Schaden nehmen. So, jetzt die Strategie, dass die möglichst lange stehen. Und ich drücke jetzt am besten nichts, weil ich sonst rechnen müsste. Ich sehe, er stirbt. Und das ist, reicht mir jetzt aus. Yay! Endlos, hier eine Karte, ja. Das ist auf jeden Fall zu spät jetzt. Füge ich eine Reihe so Schaden zu, wie Verbündeeinheiten in diesem Kampf gestorben sind. Hm. Ja, der ist nicht schlecht, der geht auf alle. Ja, ist für uns ein Erstschläger, geil. Ist halt nur schwer, man muss halt den draußen haben, dann das ziehen, immer ein bisschen tricky. So, links ist Glut, Waffenschmieden, Karte entfernen, rechts kopieren, Zauberschmieden, Gold. Ich denke, Gold ist okay. Lassen wir das. So, das Karte entfernen. Würde ich jetzt gerade keine wissen. Schauen wir erstmal, was er für Artefakte hat. Wenn das erste Mal in jedem Zug eine Einheit geheilt wird, ziehe eine Karte. Ja, das ist okay, denke ich. Fühlt sich Schaden, wenn einer die Ebene wechselt. Das finde ich Quatsch. Löschenfähigkeiten werden ein weiteres Mal ausgelöst. Habe ich da was? Wenn diese Einheit erlöscht, passiert irgendwas? Ja, nimmt Schaden, ist okay.
So, jetzt gucken wir erstmal hier. Flink. Ich hab doch jetzt einen Platz mehr bei dir, ne? Glückwunsch, du bist jetzt Flink. Verbessere Einheit mit plus 10 Angriff. Ist bei dir natürlich geil mit Multischlag. Plus 25 HP, das kriegt einer unserer Tanks. Du. So, ich mische jetzt erstmal die Artefakte neu. Wohl 63. Nee, mach erstmal hier mal. Eine Einheit mit Endlos. Du. Definitiv du. Endlich. So, plus 5 und plus 10. Plus 10 ist klar. Ja, komm, kriegst du. So, jetzt schauen wir noch ein Artefakt mehr rein. Ja, das wollen wir endlich Geld bringen, das nicht. Gut. Dann haben wir alles gemacht, was Sinn macht. Auch zum letzten. Ja, Karte entfernen habe ich keinen Bock drauf. So. Der erste Zauber, den je zugespielt wird, Helfer braucht. Okay. Unglaublich, wie kacke das schon wieder steht. Ja, ganz ehrlich, die lasse ich jetzt einfach wegknallen. So, du bist eher einfach nur Opferkind. Ach ja, du hast ja Flink. Und du setzt einfach noch ein bisschen als Tank nach. Finde ich sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Der wird wahrscheinlich jetzt auch richtig stark, muss ihn nur gut schützen. Egal was da oben passiert ist erstmal. Du kommst wieder her und wirst geopfert, quasi. Du passt eigentlich perfekt jetzt hier hin. 3 Angriff und 3 HP dazu. So. Ja, ist egal. Den wollen wir eh mehr oder weniger leer haben. Zumindest bis der hier vorne steht. Und der hier unten, der sammelt jetzt schöne Seelen, dass wenn dann der Boss kommt, er vielleicht eine One-Hit-Kill durchkommt. So, das hat der jetzt reingemischt, ne? So. Wenn endlos auf eine verbündete Einheit hat. Hat der schon? Was kriegst du jetzt? Ja, die oben muss ich halt durchkommen lassen. Ist egal. So, können wir bei dir tatsächlich machen, weil du dürftest dann trotzdem noch alle deine Kultur stehen. Du kriegst dann noch hier Angriff dazu. Ja, nice. Läuft. So, dich brauchen wir hier oben, ja. Ich bitte. So, zack. Oh, du kostest jetzt 4. Warum kostest du 4? Verdoppelt sich das? Ich habe anscheinend einmal nicht aufgepasst. Hoppla. Ja, gut. Egal. Wir kommen da auch so gut. Dauert nur natürlich jetzt ewig, wenn wir wieder ziehen. Das ist das, was mich so gut stört. Ja, wollen wir noch ein bisschen Gold machen? Gut, Scherz beiseite. 14 Schaden.
22. Hilft mir das gegen jemanden, der da nicht mehr steht? 22 wäre der bei 30. Ich kann natürlich alles auf den mal drauf knallen. Dann ist der wieder zu kaputt und ich spare mir eine Runde Schaden. Ich verrechne irgendwie. Warum? 12 Schaden hat er noch 24. Ja, ich verrechne. Schön. Das hat nichts gebracht. Okay. Ach, war jetzt nur zwei Angriffe dazu mal. Tür schnell nur 3. Jetzt, okay, gut. Euch doch schon dauernd. Nee, egal was du mit sitzt, du kommst jetzt erstmal hier hin. So, jetzt haben wir dich wieder im Spiel. Ich würde sagen, den Schaden ersparen wir uns. Eigentlich sieht das auf den Ebene doch ganz gut aus, oder? Kommt, packen wir ihn hier. Können wir schon ein bisschen Schaden durchzwischen. Wenn wir Glück haben, dass nochmal so läuft. Da ist noch eine Welle, schade. Also hätten wir den quasi schon da oben gekillt. Das wäre natürlich auch geil. Von den Boss besiegt, bevor er ins Spiel kommt. Das ist nochmal geil. So, wir können Angriff und HP tauschen. Sehr links. Ja, bei dir wäre es vielleicht interessant. Aber ganz ehrlich, da kommt das besser. Ich mache noch Flink. Warum? Weil es übertrieben ist und wir es können. So. Ein bisschen E wechseln. Ja, und bei dir. Bestimmt ein bisschen rein. Zack. Zack, zack. Den, dafür haben wir ehrlich gesagt nicht wirklich Verwendung. So. Ja, damit war's das. Jo. Die Kombi hat doch ziemlich gut geklappt, auch wenn wir nicht 100% perfekte Karten gezogen haben. Ja, und damit sind wir mit der Kombination jetzt auch ans Ende gekommen, die Schmelzenrelikte und so schönen Naturfreunde hier. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch, hat euch ein bisschen gefallen, hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch da lassen, mir eine Bewertung, Kritik geben oder auch mir sagen, was ich besser machen kann. Und wer natürlich Bock hat, würde ich mich auch sehr freuen, kann mich auch unter Patreon besuchen. Oben rechts findet ihr quasi dann die Infokarte bzw. in der Beschreibung auch den Link. Und ja, wenn ihr Spaß habt, sagt mir einfach Bescheid. Ich sag bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!